Herzlich willkommen zu dem Übersichtsvideo in Wabi Profi 3 zum Artikelstamm. Bei uns in Bayern sagt man, das schauen wir uns mal an. Okay, also wir sehen uns den Artikelstamm nun mal an, fliegen einfach drüber, einfach über die große Funktionsvielfalt und die Möglichkeiten, die Sie damit haben. Verweisen möchte ich Sie auch bitte an dieser Stelle. Zu den einzelnen Funktionen des Artikelstamms haben wir jede Menge Videos auf YouTube. Da bitte auf unsere Homepage gehen und einfach auf den Link YouTube-Channel klicken. Dann kommen Sie direkt auf unseren YouTube-Channel. Und dort könnt ihr dementsprechend die einzelnen Videos, die Sie genauer interessieren, mal ansehen. Okay, der Artikelstamm ist natürlich das zentrale Verwaltungsmodul von Wabi Profi 3. Denn bei einem Verkauf, wir wollen ja Geld verdienen, müssen wir natürlich auch die Ware einpflegen. Das heißt, im Artikelstamm haben Sie natürlich die Möglichkeit, sehr viele Informationen zu verwalten. Und darauf gehen wir jetzt ein. Sie haben auf der rechten Seite Ihre Liste, wo Ihre Artikel sind. Und wenn Sie einen Artikel anklicken, sehen Sie auf der linken Seite die Details dazu. Die sind gegliedert in verschiedene Karteikarten, in Standardinformationen, Zusatz, Verkäuferinfos, Staffelpreise und PVA und so weiter und so weiter. Dann gehen wir jetzt kurz auf die Felder ein. Die Artikelnummer ist eine interne Nummer für den internen Gebrauch und hat nichts mit der Katalognummer oder mit der Artikelnummer beim Lieferanten zu tun. Hier können Sie Ihre Artikelnummern frei vergeben, so damit Sie ganz einfach Hosen ab der Nummer 500 haben, zum Beispiel Festplatten ab der Nummer 700 und so weiter. Wenn Sie sagen, ist mir egal, lassen Sie es einfach frei, die Nummer. Wabi Profi 3 kümmert sich automatisch darum. Die Katalognummer ist die Nachbestellnummer beim Lieferanten, sprich die Artikelnummer beim Lieferanten. Das ist wichtig, hier bei Katalognummer kommt die Nummer rein, die Sie beim Hersteller anrufen, wenn Sie sagen, ich will die AZ-001, dann weiß der genau, das ist eine Pfandrücknahme. Also das kommt da rein. Bezeichnung ist klar, Lieferant ist auch klar. Einkaufspreis ist klar, Einkaufsmehrwertsteuersatz müssen Sie hinterlegen, denn es könnte ja sein, dass Sie im Ausland einkaufen und vielleicht 0% Mehrwertsteuer für den Wareneinkauf hinlegen, aber so und so viel Prozent im Verkauf dann abführen müssen. Klar. UVP ist die unverbindliche Preisangabe des Empfängers, des Herstellers. Rabatt in Prozent ist dann zu verwenden, wenn Sie sagen, der Hersteller sagt, 20 Euro kostet das Teil im UVP, aber ich bekomme 50% und das ist mein Einkaufspreis. Es gibt wenige, aber es gibt noch Lieferanten, die genau das so handeln. Dann haben Sie hier die Möglichkeit zu sagen, mein UVP minus Rabatt ist mein Einkaufspreis. Okay. Bruttobetrag des Verkaufspreises eingeben, netto wird dann automatisch ausgerechnet. Dann zeigt er Ihnen auch hier eine Kalkulation an, wo Sie dann sagen können, passt oder passt nicht. Pfand. Auch klar, Bestand ist die Menge, die zum Zeitpunkt des Wareneingangs kommt. Ja. Verpackungseinheit, wenn Sie beim Lieferanten anrufen, wenn Verpackungseinheit 10 Stück wäre und Sie würden sagen, ich brauche 2 VEs, dann weiß der, dann bekommt Sie 20 Stück dieses Artikels geliefert. Mindestbestand und Maximalbestand sind grundsätzliche Informationen, die für Nachbestellungen wichtig sind. Die Einheit ist klar, können Sie hier auswählen oder über den Button mit den 3 Pünktchen sich selber definieren. Gewicht ist wichtig, wenn Sie im Webshop betreiben, damit Sie eventuell Versandkosten nach Gewicht berechnen können. Wenn Ihr Artikel einen ERN-Code hat, bitte, oder einen GTIN, wie er jetzt heißt, hat, dann einfach einscannen an dieser Stelle. Eine Warengruppe ist die grundsätzliche Zuordnung eines Artikels zu einem übergeordneten Bereich, dass Sie sagen Hosen, Röcke, was weiß ich was. Sie können natürlich auch hier an dieser Stelle über den Button mit Ihren 3 Pünktchen Ihre Warengruppen selber definieren. Vergleichsartikel ist ein Artikel. Wenn Sie sagen, ich habe hier nichts mehr, aber ich habe einen ähnlichen Artikel noch da, könnten Sie hier die Nummer eintragen. Lagerplatz ist einfach die Bezeichnung, wo der Artikel genau bei Ihnen im Lager oder im Laden liegt, wenn Sie Ihre Regale denn beschriftet hätten. Lagerführung, ganz einfach, wenn Sie sagen, die verkaufte Menge wird von meinem Bestand abgezogen, klar, oder hinzugefügt bei einer eventuellen Rücknahme, ist der Standard eigentlich, sollten Sie auch haben, es sei denn, ist jetzt wie hier in unserem Beispiel so Pfandrücknahme, da brauche ich keine Lagerführung, also nehme ich die Lagerführung raus. Selbstlöschung ist, wenn der Artikel auf 0 gesetzt ist, ja, hier dieses 0-Fleck hat
und Lagerführung hat, das ist wichtig, dann bedeutet es, Sie bestellen den Artikel nicht mehr nach, wenn Sie die Selbstlöschung aktivieren, und der Artikel rutscht nun automatisch zu den gelöschten Datensätzen, damit Ihre Liste der aktiven Daten, also Ihre aktiven Artikel, einfach übersichtlicher wird. Weil wenn Sie da 100.000 Artikel drin haben, kann es sein, dass die Liste sehr, sehr schnell unübersichtlich wird. Noch ganz kurz, die Artikel werden Minimum 10 bis 11 Jahre aufbewahrt, oder Sie hatten eine Betriebsprüfung und der Prüfer sagt, alles ist okay, die Artikel oder Informationen bis zum Jahre 2005 können nun alle entfernt werden. Dann einfach uns anrufen, das ist ein kostenloser Service, wir entfernen Ihnen dann diese Informationen. Warum wir? Wir wollen einfach sicherstellen, damit Sie nicht aus Versehen irgendwas falsch machen und Sie dann ein Problem haben. Deswegen unterstützen wir Sie an dieser Stelle natürlich kostenlos. Jugendschutzartikel ist einfach ein Fleck, wo Sie sagen können, beim Verkauf soll eine Abfrage kommen, die Abgabe des Artikels, ist es jetzt jemand, wo ich die Ausweisdaten brauche oder nicht. Webshop-Artikel ist klar, hier können Sie nach X-Commerce, XT-Commerce, Magento momentan exportieren. Hier entscheiden Sie, ob der Artikel ein Etikett braucht und ob der Artikel teilbar ist. Also das heißt, kann ich 0,5 Stück verkaufen. Letzter Verkauf und Wareneingang werden automatisch vom System vergeben. Hier trägt Wabi Profi 3 einfach ein, wann war der letzte Verkauf und hier, wann ist der Artikel das allererste Mal bei Ihnen im System aufgenommen worden. Die Set-Nummer ist die Zuordnung eines Artikels wiederum zu einer internen Artikelgruppe, wird Ihnen aber im Video für Set-Nummern schön erklärt. Wenn Sie mit Textilsachen zu tun haben, ist es durchaus ein sehr interessantes Thema. Saisonengröße, Farbe, Länge ist klar, brauchen wir nichts Großartiges dazu sagen. Hier können Sie halt die dementsprechenden Informationen selber deklarieren, selber anlegen und demzufolge dann auch auf einen Artikel zuordnen. Unter Zusätze können Sie Artikelbilder, Ausgabeplätze oder Datenblätter hinterlegen. Herstellernummer. Also hier können Sie einen Hersteller eintragen, eine Herstellernummer eintragen. Sie haben natürlich auch eine Seriennummer zur Verwaltung. Zusatzinformationen, die bei einem Ausdruck, also bei einem Verkauf auf A4, auf Bohnen mit ausgedruckt werden, können Sie hier hinterlegen. Und das ist natürlich auch optional. Sie können es aktivieren oder nicht aktivieren, so muss ich sagen. Das heißt, Informationen können Sie hinterlegen, aber im System könnte dann sagen, sollen diese Informationen dann auch noch mit zum Ausdruck kommen. Unter Querverweise können Sie für einen Artikel Querartikel hinterlegen, die Ihnen dann beim Verkauf visuell angezeigt werden, damit Sie das dann gleich den Kunden mit anbieten könnten. Wird Ihnen aber auch in einem separaten Video erklärt. Artikel setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Hier auch ein sehr schönes Thema, zum Beispiel Geschenkkorb. Geschenkkorb besteht aus einer Flasche Wein, einem Stück Käse und einem Stück Hartwurst zum Beispiel. Okay? Könnten Sie auch hier deklarieren. Verkäuferinformationen sind benutzerabhängige Informationen, die angezeigt werden, wenn der dementsprechende Verkäufer sich eingeloggt hat und Sie in den Systemeinstellungen in der Rechtevergabe gesagt haben, für einen Verkäufer, also sich wie die Sabine Müller, will ich diese Informationen angezeigt haben, wenn sie diesen Artikel verkauft. Wird Ihnen aber auch separat erklärt. Staffelpreise und PVA, tolle Geschichte, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sie haben einen Standardpreis, ja, den Sie hinterlegen können hier, aber Sie können auch staffelabhängige oder preisabhängige oder mengenpreisabhängige oder gebundene Artikel verkaufen. Das heißt, wenn Sie sagen, der Artikel kostet ein Stück 99 Euro, bei zwei Stück kostet er nur noch 95 Euro und so weiter und so fort, können Sie hier eintragen. Sie können auch sagen, ich mache Happy Hour. In den Systemeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, zwei verschiedene Happy Hour Kreise zu definieren, die natürlich tages- und uhrzeitabhängig sind. Und Sie könnten dann sagen, wenn die Happy Hour Zeit 1 eintrifft, zum Beispiel Dienstag von 17 bis 18 Uhr, dann kostet der Artikel nicht 99, sondern 90 Euro. Machen viele, ist eine coole Geschichte, funktioniert sehr gut. Bei Franchise tragen Sie den prozentualen Satz ein, den Sie an den Franchise-Geber abführen müssen, klar. Preisverordnungsangaben, PVA, Mengeneinheit, zum Beispiel 1 Kilo kostet 5 Euro, könnten Sie hier eintragen. Provisionssatz für Verkäufer tragen Sie hier ein, ist auch klar. Angebot, eine tolle Geschichte mit Wiedervorlagemöglichkeit, können Sie hier eintragen, wird Ihnen aber auch in einem separaten Video erklärt. VK-Preis ist negativ,
auch in einem separaten Video, aber macht Sinn, wenn Sie Rücknahmeartikel haben oder wenn der Artikel ein permanenter Rücknahmeartikel ist, zum Beispiel Pfandrücknahme, keine Ahnung, Lottoauszahlung, Gewinnauszahlungen und so weiter und so fort. So, hier können Sie für Wagencodes einen sogenannten Gewichtsdivisor hinterlegen. Wird Ihnen aber im Video für Wagencodes erklärt. Auch tolle Geschichte, weil Sie hier tatsächlich, Sie kennen es, wenn Sie beim Händler Ihres Vertrauens oder beim Discounter Ihres Vertrauens an der Fleischtheke Waren kaufen, dann kommt das Etikett mit aufs Tütchen drauf und das können Sie über die Wabi einlesen. Wabi kann dabei entscheiden, ist es jetzt ist es der Preis, ist es ein Gewicht oder ist es eine Mengeneinheit oder sonst irgendwas. Das kann Wabi alles. Und diese, da müssen Sie halt noch ein paar grundsätzliche Informationen dann noch mit hinterlegen. Ist aber nichts Großartiges, total easy. Alternative Lieferanten. Sie können diesen Lieferanten oder einen Artikel von drei verschiedenen Lieferanten bestellen. Von einem Standardlieferant oder von einem alternativen Lieferant. Hierbei tragen Sie die Katalognummer, also die Nachbestellnummer beim Lieferanten ein und den dementsprechenden Einkaufspreis. Denn es heißt ja nicht, dass beim Lieferant Meier, Müller und Schmidt dieser Musterartikel 3 überall genauso kostet. Kann ja sein, dass er bei dem einen um 10 Cent billiger ist, aber beim anderen um 10 Cent teurer ist. Und Sie gerade aber eine Nachbestellung tätigen und vom eigentlichen Lieferanten noch nicht den Mindestauftragswert erreicht haben, aber vom alternativen Lieferanten jetzt nachbestellen würden, aber von diesen Musterartikeln eventuell jetzt auch was brauchen. Somit könnten Sie sagen, na, dann bestelle ich es halt jetzt schnell vom alternativen Lieferanten. QR-Codes ist klar. Braucht man nichts dazu sagen. Über die Menüleiste können Sie natürlich neue Artikel anlegen, etwas ändern, etwas speichern, etwas löschen, ne? Oder einfach zum Löschen markieren. Sie können ja etwas suchen, wird Ihnen auch in einem Video erklärt und Sie haben natürlich diverse Druckmöglichkeiten. Sie haben eine Toolbox, in der Sie Zusatzinformationen aufrufen können und Sie können auch einen Rechtsklick in die Liste hier machen, so damit Sie hier auch weitere Informationen für einen Artikel aufrufen können. Um sich direkt auf eine Artikelnummer zu stellen, geben Sie die Artikelnummer ein, zum Beispiel 500 und drücken Enter. Dann stellt sich Wabi Profi 3 automatisch auf den von Ihnen eingegebene Artikelnummer. Hier unten haben Sie Sortierungskriterien, wo Sie sagen können, zeig mir mal die Liste dementsprechend an. Nach Artikelnummer, nach Katalognummer, nach Bezeichnung und so weiter, nach Preis. Ja. Und zu guter Letzt haben Sie hier unten auch Direktfilter, wo Sie sagen können, ich brauche mal schnell irgendwas, zeig mir mal schnell irgendwas. Ne? Zum Beispiel überall, wo ich mehr als 0 da habe, ja? Okay, dann zeigt Ihnen alle Artikel, bei denen die Bestände größer als 0 sind. Und wenn Sie sagen, ich will diesen Filter wieder entfernen, wenn Sie hier einen Filter gesetzt haben, und sagen, jetzt wie komme ich da wieder zurück? Gute Frage. Dann ist es relativ einfach. Dann gehen Sie hier in der Liste wieder auf alles und klicken hier auf das X. Somit sind jede Filtereinschränkungen wieder entfernt. Ja, jetzt sind wir durch mit dem Artikelstamm. Ich habe jetzt bewusst nicht auf alles eingegangen, sondern wir sind nur überflogen. Aber glauben Sie mir, Sie haben eine extrem große Möglichkeit, hier Dinge einzugeben, Dinge zu verwalten, die natürlich dann auch später in Statistiken zu verwenden und, und. Aber bitte schauen Sie sich die einzelnen Detailvideos zu den Funktionen auf unserem YouTube-Channel an. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.